Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich euch ein ganz interessantes Thema mitgebracht, was auch überall in den Medien breit getreten wird, und zwar das Bürgergeld. Und zwar, was das Bürgergeld genau ist, auf wie viel Bürgergeld man Anspruch hat oder wer überhaupt Anspruch auf das Bürgergeld haben wird und vieles mehr. Diese ganzen Fragen werden sich heute in diesem Video klären, also bleibt dran. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So, los geht's mit: Was ist das Bürgergeld überhaupt? Das neue Bürgergeld soll ab dem 1. Januar 2023 gelten und soll das Arbeitslosengeld II, auch bekannt als Hartz IV, ablösen. Es ist also ein Grundeinkommen bzw. eine Grundsicherung für erwerbsfähige und bedürftige Menschen. Wichtig aber auch zu wissen, dass man das im Hinterkopf behält: Hier handelt es sich um eine soziale und staatliche Hilfe und um kein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern es handelt sich um ein Bürgergeld, also eine Zahlung, die an bestimmte Bedingungen verknüpft sind. Welche das genau sind, wird hier in diesem Video später noch genauer erläutert. Hey Professor Finanzen, was machst du da? Ich drehe gerade ein YouTube-Video. Machst echt viel mit dem Internet. Da spielt vor allem Sicherheit eine große Rolle. Vor allem in der heutigen Zeit, wo fast jeder von uns ein Online-Banking-Konto hat, sind die Daten für Kriminelle viel einfacher zugänglich geworden. Aber sind die Daten echt so anfällig? Ja, 4 Millionen Zahlungsdaten wurden analysiert, die im Darknet zum Verkauf angeboten wurden. Dabei kam heraus, dass 31.000 der Daten Deutschen zugeordnet wurden. Etwas mehr als die Hälfte aller entdeckten Zahlungsdaten aus Deutschland waren Mastercarden, gefolgt von Visa und American Express. Ach krass. Und woher weißt du das? Ja, NordVPN hat dazu eine Studie durchgeführt und deren Dark Monitor warnt dich, wenn deine Konten in Gefahr sind. NordVPN ist der Top-VPN-Anbieter für deine Geräte. Geh jetzt auf nordvpn/professorfinanzen und erhalte 4 Monate gratis. Bei einem 2-Jahres-Plan mit einem riesigen Rabatt. Link in der Beschreibung. Du packst den Link einfach unter mein Video? So ist es. Na gut. Leute, ihr habt's gehört. Und weiter geht's mit dem Video. Die wichtigste Bedingung aber hier schon mal vorab, nämlich die Bedürftigkeit. Das Bürgergeld an sich stand aber schon seit längerem in dem Parteiprogramm der Ampel, aber nun wurde es jetzt endlich umgesetzt. Jetzt stellt sich hier aber die Frage: Wieso soll Hartz IV überhaupt abgelöst werden, wenn hier die ganze Infrastruktur schon steht und alles halt an sich schon läuft? Na, Hartz IV sowie die Arbeitsmarktreformen wurden damals unter der damaligen Bundesregierung unter dem Kanzler umstritten. Die eingeführten Reformen fördern und fordern galten für viele als zu hart. Denn die zuständigen Jobcenter hatten dadurch das Recht, den Antragstellern Leistungen zu kürzen oder zu streichen, wenn sie zum Beispiel bestimmte Auflagen nicht erfüllen, und dafür war der Hartz-IV-Satz an sich einfach zu niedrig. Das vor allem, wenn man sich die aktuelle Krisenzeit anschaut, Inflation etc. Wichtig hierbei aber auch zu wissen: Das Bürgergeld stand schon sehr lange an und hat jetzt nichts aktuell mit der Situation zu tun, wie zum Beispiel dem Krieg oder den Inflationszahlen. Also es sollte schon seit langer Zeit, steht das schon an, nun wurde es aber tatsächlich einfach mal in die Wege geleitet und wird umgesetzt. Bundesarbeitsminister Heil sagte zudem, dass die Lage heute eine andere als bei der Einführung des Hartz IV 2005 ist. Ganz anders als früher, als es über 4 Millionen Arbeitslose gegeben hat, herrscht heute halt eher ein Fachkräftemangel. In Deutschland gibt es trotzdem wohl aber noch einen Sockel für Langzeitarbeitslosigkeit. Einige Daten zeigen, dass ein großer Teil dieser Langzeitarbeitslosen vor allem keine abgeschlossene Berufsausbildung hat. Genau da möchte die Bundesregierung nun anknüpfen und möchte dies ändern, daher die Devise Ausbildung statt Aushilfsjob, um dem halt langfristig entgegenzuwirken. So, kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich zur Höhe des Bürgergelds. Der Regelsatz des Bürgergelds wird laut dem Kabinettsbeschluss der Bundesregierung vom 14. September 2022 502 Euro betragen. Das ist ab dann der künftige Regelsatz für Alleinstehende. Dies entspricht einer Erhöhung des bisherigen Regelsatzes von 53 Euro pro Monat. Und hier blende ich euch mal die Regelsätze im Überblick ein. 451 Euro gibt es für eheliche oder nicht eheliche Partner einer Lebensgemeinschaft. 402 Euro für Kinder im Alter von 14 bis 17 Jahren, 348 Euro für Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren und 318 Euro für Kinder bis einschließlich 5 Jahre. Zudem kommen wir zu einer anderen Änderung, nämlich zu der Inflation. Diese wird künftig nicht erst im Nachhinein bei der Festsetzung der Regelsätze berücksichtigt, sondern bei der Erstellung
der Grundsicherungsleistungen wird künftig die zu erwartende Inflationsrate zugrunde gelegt. Es sei ein ganz großer Fortschritt, so der Minister Heil. Er sagte zudem, die Regelsätze beim Bürgergeld werden der Inflation künftig nicht hinterherrennen. Kommen wir zu dem nächsten Punkt, die Voraussetzungen für den Anspruch auf Bürgergeld. Das Bürgergeldgesetz 2023 sieht vor, dass man Anspruch auf Bürgergeld hat, wenn bei Bedürftigkeit oder grundsätzlicher Erwerbsfähigkeit besteht, aber auch häufig im Anschluss an Arbeitslosengeld 1 gewährt wird. Das Bürgergeld soll einfach im Allgemeinen an der gesellschaftlichen Teilhabe befähigen und die Würde des Einzelnen achten. Man soll nachhaltig am Arbeitsmarkt integriert werden. Und vor allem soll das Ganze unkompliziert und digital möglich gemacht werden. Außerdem sollen die zuständigen Jobcenter großzügiger künftig in bestimmten Lebenssituationen umgehen, damit die Antragsteller sich möglichst schnell wieder darum kümmern können, eine Arbeitsstelle zu finden. Dieses Miteinander wird vom Bürgergeldgesetz insbesondere auf diese nachfolgenden Punkte konkretisiert. Erster Punkt: Wohnung. In den ersten 2 Jahren des Bezugs von Bürgergeld dürfen die Leistungsempfänger in jedem Fall in ihrer Wohnung wohnen bleiben. Sprich, die Wohnungskosten werden erst 2 Jahre nach Leistungsbezug überprüft, ob sie wirklich angemessen sind oder nicht. Bis dahin wird das alles übernommen. Nächster Punkt, das Vermögen. Bis zu 60.000 Euro wird geschont und nicht auf den Anspruch von Bürgergeld angerechnet. Übrigens ebenfalls nur in den ersten 2 Jahren des Leistungsbezugs. Dies soll dafür dienen, dass Menschen, die auch durch längere Arbeitslosigkeit in Not geraten, sich nicht davor fürchten müssen, ihre Wohnung zu verlieren oder beispielsweise auf ihr erspartes Geld zurückgreifen zu müssen. Nächster Punkt, Sanktionen. Hartz-IV-Empfänger wurden bisher immer mit Sanktionen belegt, wenn sie sich beispielsweise nicht an bestimmte Vereinbarungen mit dem Jobcenter gehalten haben. Diese Sanktionsregelungen standen schon seit längerem in der Kritik von Sozialverbänden. Komplett aus der Welt sind diese Sanktionen mit dem Bürgergeld nicht. Durch das Prinzip des Förderns und Forderns gilt weiterhin. Trotzdem gibt es in diesen Bereichen eine neue Regel, nämlich die Vertrauenszeit in den ersten 6 Monaten des Leistungsbezugs, wo eine Verringerung von Leistung ausgeschlossen ist, sprich man bekommt keine Sanktionen. Wer sich aber von der ganz unkooperativen Seite zeigt und überhaupt nicht mit dem Jobcenter zusammenarbeiten möchte, keine Termine wahrnimmt und auf keine E-Mails antwortet etc., der muss natürlich trotzdem mit Konsequenzen rechnen. Kommen wir zu dem nächsten Punkt, nämlich zur Dauer des Bezugs vom Bürgergeld. Im Normalfall wird das Bürgergeld in einem Zeitraum von 6 bis 12 Monaten bewilligt. Im Anschluss muss ein Folgeantrag gestellt werden. Wenn der Anspruch auf Bürgergeld aber nicht für einen vollen Monat besteht, so werden die Leistungen nach Tagessätzen ausgezahlt. So, kommen wir zu dem letzten Punkt, nämlich zum Bürgergeldantrag. Wie bekomme ich das Bürgergeld überhaupt? Wie kann ich das beantragen? Wichtig hier zu wissen, Bürgergeld wird nur auf Antrag gewährt. Und der Antrag muss bei der zuständigen Behörde gestellt werden. Das ist in der Regel das Jobcenter, da hier die ganze Infrastruktur schon steht und dass es im Allgemeinen hier einfach nur komplizierter machen würde, da nochmal etwas Neues zu machen oder wenn eine andere Stadtverwaltung sich da nochmal mit einmischen würde. Also das bleibt auf jeden Fall bestehen, so bisher die Kommunikation. Außerdem kann der Antrag auf Bürgergeld zunächst erstmal formlos gestellt werden. Wichtig ist hierbei nur eine rechtzeitige Antragstellung, da der Antrag nur eine eingeschränkte Rückwirkung hat. Außerdem kann der Antrag auf Bürgergeld komplett digital gestellt werden, entweder online auf der Seite des jeweiligen Jobcenters oder per E-Mail. Also hier kommt es auf den Zeitpunkt des Eingangs an. Weitere Infos zu den Antragstellungen wird hier sicherlich noch in den kommenden Monaten dann kommen. So, schreib du mir gerne in die Kommentare, was du darüber denkst, was du über das Bürgergeld denkst und ansonsten werde ich euch definitiv updaten. In den nächsten Monaten werden sicherlich noch einige Informationen dazu kommen. Das war's erstmal mit diesem Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Euer Professor Finanzen.